In Moskau wurden stolz die neuen Interkontinentalraketen vorgeführt. Man konnte jetzt auch Amerika mit der totalen atomaren Zerstörung drohen. Dieses Gleichgewicht des Schreckens sollte beide Seiten von dem tatsächlichen Einsatz dieser Waffen abhalten. Trotzdem kam es zu einem Rüstungswettlauf. Wenn sich auch nach den letzten Meldungen die USA zu einem Raketenwettlauf mit der Sowjetunion nicht entschließen wollen, so gibt es doch hier ebenfalls Raketen in Fließbandproduktion. An jedem Stück sind etwa 300.000 Einzelteile zu montieren. Zunächst sollen in Detroit jährlich etwa 2 Dutzend Jupiter-Raketen fertiggestellt werden.